Hier ist wieder eure Christine. Heute bin ich im Schlafmedizinischen Zentrum in Cottbus. Mit dem Schlafen haben viele Menschen Probleme. Jetzt im Herbst wird es immer zeitiger dunkel und die Uhren werden wieder umgestellt. Deshalb bin ich heute mit Dr. Frank Kästner verabredet, Leiter des Schlaflabors, und bin gespannt, welche Schlaftipps er uns mitgebracht hat. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben, Dr. Kästner. Wie haben Sie letzte Nacht geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, angemessen dem Wetter, weil ich weiß ja als Schlafmediziner auch, wie man es machen muss. Das stimmt. Sie sind ja Lungenfacharzt und Schlafmediziner. Zum Thema Schlaf sind Sie national und auch international mit Schlafmedizinern und Experten eng vernetzt. Was sagt die aktuelle Forschung? Was stört uns derzeit am meisten am Ein- und Durchschlafen? Also die aktuelle Forschung zeigt eine deutliche Zunahme der Schlafstörungen, vor allen Dingen auch seit der Corona-Zeit. Die Schlafstörungen in Deutschland betreffen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung und ca. 80% der Berufstätigen haben Ein- oder Durchschlafstörungen. Was sind die Ursachen? Es sind in erster Linie persönliche Probleme oder auch gesellschaftliche Probleme. Man grübelt dann nachts. Eventuell Existenzängste auch. Das können aber auch sein Probleme mit der aktuellen Zeit. Die ist ja sehr schnelllebig. Man ist 24/7 erreichbar. Man ist immer online. Es gibt Tablets, es gibt Handys. Der Fernseher läuft rund um die Uhr. Früher hatten wir noch einen Sendeschluss irgendwann und ein Testbild. Gibt es auch nicht mehr. Wir schlafen übrigens heute im Durchschnitt eine Stunde weniger als vor 100 Jahren. Ja? Und ein dritter Faktor, der auch häufig zu Schlafstörungen führen kann, das sind diverse Krankheiten. Und da ist besonders zu nennen die Schlafapnoe. Das ist die Paarung von nächtlichen Atmungsstörungen mit Schnarchen, was auch zu Schlafstörungen führen kann. Wer oft schnarcht, stört nicht nur andere beim Schlafen. Laute Schnarchgeräusche entstehen, wenn die Muskulatur um den Kehlkopf erschlafft und dadurch Atemwege verschlossen werden. Wird die Atmung mehrfach und für längere Zeit unterbrochen, spricht man von sogenannter Schlafapnoe. Das sind Schlafpausen. Diese verringern die Sauerstoffaufnahme und lassen uns tagsüber müde sein. Zwei Nächte im Schlaflabor können hier Gewissheit bringen, ob das Schnarchen zu Schlafapnoe geführt hat. Bald werden die Uhren ja wieder auf Winterzeit umgestellt. Auch für gute Schläfer kann das so eine kleine Herausforderung sein. Was kann man also machen, um in einen gesunden Schlaf zu finden? Und welche Schlaftipps können Sie empfehlen, besonders für die Tage nach der Zeitumstellung? Also die Uhrumstellung ist tatsächlich ein Problem und wir Schlafmediziner lieben sie gar nicht. Wobei jetzt die Uhrumstellung von der Sommerzeit zur Winterzeit noch die bessere ist, weil wir haben eine Stunde Schlaf mehr zur Verfügung. Trotzdem gibt es Störungen im Biorhythmus und wir sprechen auch von einem kleinen Jetlag. Dieser betrifft nicht alle Menschen, aber ungefähr ein Drittel, ja, vor allen Dingen die sensiblen Schläfer. Das kann sich dann merkbar machen durch Konzentrationsstörungen, durch Schlafstörungen, durch Unpässlichkeiten. Was kann man dagegen tun? Jetzt gerade in der Übergangszeit zur Winterzeit macht es Sinn, vielleicht vorneweg schon ein bisschen sich anzupassen an die neue Zeit. Das heißt, dass man ein bisschen eher schlafen geht und ein bisschen eher aufsteht. Ja, das ist also ganz sinnvoll. Und wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen abends, weil man wird ja dann automatisch, wenn man dann die neue Zeit hat, dann etwas eher ins Bett gehen und dann vielleicht Probleme haben mit Einschlafen, dann ist es gut, dass man bei Zeiten eben auch abschaltet, dass man am Tage sehr aktiv ist, zum Beispiel spazieren geht, körperlich aktiv ist. Ja, und dann sich sozusagen auf einen guten Schlaf dann vorbereitet. Und noch ein kleiner Tipp, wenn dann die Winterzeit gekommen ist, dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass früh die Jalousien, die Vorhänge, die Fenster geschlossen sind, damit eben kein Morgenlicht reinkommt und noch zusätzlich ein früheres Aufwachen bewirkt. Ja, vielen Dank und ich werde Ihre Einschlaftipps auf jeden Fall ausprobieren. Wunderbar, gerne.
Wie man vor dem Schlafengehen Stress ablegen kann, dem Handy oder Tablet entkommt oder welche Rezepte abends nicht ganz so schwer im Magen liegen, dies und viele weitere Tipps findet ihr in unserem Magazin der Knappschaft. Das war es auch schon wieder von mir. Dann schlaf gut. Ich werde gleich mal die Einschlaftipps ausprobieren. Eure Christine.